vielleicht als erstes oder am Anfang. Wir haben einen stabilen Stand von infizierten Personen, der liegt mit Stand heute Mittag wieder weiter bei 16. Und wir haben derzeit ca. 120 Personen in Cottbus in Quarantäne. Daran kann man erkennen, dass uns natürlich da noch Weiteres droht, beziehungsweise wir nicht davon ausgehen können, dass wir bei den 16 Infizierten bleiben, sondern das wird sich weiter verschärfen. Deswegen sind wir hoffentlich gut vorbereitet, auch wenn man sicherlich nicht jedes Detail, jedes alles eins im Einzelnen vorbereiten kann. Aber der Stab arbeitet, wie gesagt, ja schon seit mehr als 14 Tagen daran. Was die meisten interessiert, glaube ich, ist die Frage Kita-Notbetreuung. Dort haben wir ein Verfahren jetzt aufgelegt, hatten am gestrigen Abend die sogenannten Unternehmen und Behörden der sogenannten kritischen Infrastruktur beisammen, haben die bereits informiert. Um die wichtigste Frage gleich vorwegzunehmen, es gibt kein Formular für die einzelne Person. Diese Formulare, die es dort gibt, sind Formulare für die jeweiligen Arbeitgeber. Nur die Arbeitgeber bewerten das, nur die Arbeitgeber analysieren, welche Mitarbeiter für ihr Unternehmen in dieser kritischen Infrastruktur unabkömmlich sind. Und auch nur diese Personen haben dann Anspruch auf die Kita-Notbetreuung. Das ist ganz wichtig. Da muss jetzt also nicht jeder einzelne Mitarbeiter losziehen und sich das Formular besorgen. Wir können auch nur davor warnen, irgendwo aus dem Netz Formulare zu ziehen, aus anderen Landkreisen, die teilweise da eingestellt sind. Das bringt alles nichts. Lediglich der Arbeitgeber ist dort aufgerufen und in der Pflicht, seine Leute anhand dieses Formulars auszuwählen, das dann dem Verwaltungsstab zur Verfügung zu stellen. Und der Stab entscheidet dann letztgültig, welche Mitarbeiter da wirklich in Frage kommen. Es gibt dazu eine E-Mail-Adresse, die heißt kritis@feuerwehr.cottbus.de. Wir schicken das dann auch nochmal rum, damit die bekannt ist. Auch diese E-Mail-Adresse gilt auch für Arbeitgeber, die denken, sie müssten in diesen Kritis-Bereich mit reingehören. Die müssen sich unter dieser E-Mail-Adresse melden, kriegen dann Auskunft, ob sie gegebenenfalls noch mit aufgenommen werden. Man hat ja nicht jedes einzelne Unternehmen im Blick. Und dann wird entschieden, was da möglich ist. Weil wir streben an, dass die Zahl der zu betreuenden Kinder unter 10% der verfügbaren Plätze liegt. Das sind also für Cottbus ca. 7.500, 7.600 Plätze insgesamt, 10% logischerweise 750. Es gibt maßgebliche Ärzte, die sagen, wir müssen weit drunter bleiben, unter diesen 10%, um überhaupt den Effekt zu erhalten, dass die Kinder sich nicht da gegenseitig anstecken oder Erzieher und andere Personen anstecken und das Weitertragen dann nach Hause und dergleichen mehr. Das Problem müssen wir lösen. Wir hoffen und setzen hier auf ein hohes Maß an Eigenverantwortung und auch an Selbstorganisationen der Familien, der Eltern. Da, wo es noch möglich ist, auch mit Großeltern. Es sind nicht alle Großeltern automatisch gefährdet. Muss man auch immer wieder dazu sagen. Da gibt es zwar unterschiedliche Ansichten unter den Virologen, aber nicht jeder Großvater, nicht jede Großmutter ist jetzt automatisch gefährdet. Es gibt auch etwas jüngere Jahrgänge und dergleichen mehr. Das müssen die Familien aber auch letzten Endes miteinander abstimmen. Wir brauchen also ein hohes Maß an Selbstorganisation, an Nachbarschaftshilfe, da wo das möglich ist. Wir gehen davon aus, dass alle Einrichtungen besetzt sind, dass die Kinder also sozusagen in ihr gewohntes Umfeld kommen und dass dadurch auch die Gruppen der zu Betreuenden relativ klein bleiben. Wir wollen also nicht ein, zwei oder drei Notkitas aufmachen, wo letzten Endes wieder alle Kinder konzentriert sind und genau der Effekt dann nicht eintritt, nämlich dass die Kinder geschützt sind, indem sie Abstand voneinander haben, in verschiedenen Räumen spielen können, was auch immer im Einzelnen dann in der Betreuung machbar ist. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste zu dem Thema. Wollen wir gleich Nachfragen machen oder wollen wir das nachher, machen wir nachher, wa? Zuerst mal. Es gibt jetzt eine, weil auch das immer öfter mal kritisiert worden ist, eine einheitliche Kontaktnummer zum Gesundheitsamt. Teilen wir nachher nochmal mit, es ist die 612-3200, wo alle Anrufe gesammelt werden, beziehungsweise dann im Haus verteilt werden, weil viele Leute haben sich durch diverse Telefonnummern durchtelefoniert, dann ist besetzt, dann geht keiner ran und dergleichen mehr. Wir versuchen das Verfahren etwas zu straffen, etwas zu vereinfachen, damit die Leute Kontakt bekommen. Wir wissen, dass es viele Fragen gibt, dass es viele Unsicherheiten gibt, dass viele auf Testergebnisse warten und dergleichen mehr. Wir haben die Besetzung dort erweitert. Wir hoffen, dass wir in nächster Zeit auch dazu übergehen können, das war bislang so nicht, dass wir auch die negativen Tests
zurückrufen können. Wir haben bisher nur dort zurückgerufen, wo positive Tests vorliegen. Viele andere saßen aber so ein bisschen auf Kohlen, das muss man zugeben, und haben gewartet, was ist denn nun mit mir? Wir wissen allerdings auch nicht, wie schnell die Tests gehen. Das TTK-Labor ist sozusagen ausgereizt. Das ist ein privates Labor in Cottbus mit am Start. Da gucken wir, wie viel die pro Tag auch schaffen. Es sind aber jetzt nicht manchmal auch keine Frage von Stunden, eben manchmal durchaus Frage von Tagen. Wie ist die Zahl aktuell? Wie viel können pro Tag geschafft werden? Also das TTK ist mit 150 ausgereizt. Bei einem privaten Labor müssen wir noch schauen, wie viel die wirklich letzten Endes hinkriegen, was auch gegebenenfalls auch noch an andere Labore im Raum, in der Region gemacht werden kann. Wir müssen auch gucken, was sozusagen von außen zu uns getragen wird, was gegebenenfalls dann doch eher im umliegenden Landkreisen gemacht werden sollte, wenn dort Kapazitäten geschaffen sind. Das sind alles Dinge, die sich jetzt in den Prozessen ergeben, die kann man auch schwer jetzt so festlegen und steuern. Es gibt auch in Forstlaborkapazitäten, da auch, aber wir haben auch einen Teil aus Forst bekommen, sozusagen zur Untersuchung. Also auch das ist nicht, da geht manches noch ein bisschen hin und her. Das muss ich auch noch ein bisschen einsteuern und je nach Kapazitätslage dann ergeben. Ein zweites großes Thema ist die noch ausstehende Rechtsverordnung des Bundes. Da geht es um die Schließung von Einrichtungen, Geschäften, allen möglichen Dingen, Kultur, Freizeit und dergleichen mehr. Dort warten wir im Moment auf diese Rechtsverordnung und müssen dann schauen, ob es notwendig ist, daraus noch eine Allgemeinverfügung der Stadt zu machen. Bisher sind es formal betrachtet alles Ankündigungen. Es wird so kommen, es soll auch morgen in Kraft treten. Insofern gehen wir davon aus, dass heute diese Rechtsverordnung kommt und wir sie dann nochmal bewerten müssen, ob wir eine eigene Allgemeinverfügung daraus stricken, die inhaltlich nichts anderes bedeutet, als dass die meisten Einrichtungen geschlossen werden. Wir haben noch einen Fall, den wir intern noch mal angucken wollen. Der Tierpark hat ja gestern mitgeteilt, dass er offen ist. Das gefällt uns eigentlich recht gut, weil es ein Angebot ist für Eltern mit Kindern, dort an der frischen Luft ein bisschen rauszukommen, auch aus der häuslichen Enge. Also da, wo keine Quarantäne angeordnet ist, sollen die Leute ja durchaus rausgehen. Alle Virologen sagen, geht an die frische Luft, tankt ein bisschen Sonne, soweit möglich, und nutzt die Zeit auch mit den Kindern. Da wäre natürlich ein Tierpark prädestiniert. Wenn aber die Rechtsverordnung so ausfällt, dass die Öffnung eines Tierparks grundsätzlich und kategorisch untersagt wird, werden wir uns auch daran halten müssen. Das müssen wir also prüfen, das ist noch nicht abschließend klar. Ähnliches gilt für Spielplätze. Die Entwürfe, die Andeutungen gehen auch dahin, Spielplätze zu schließen, was natürlich sehr schwierig ist, weil die meisten Spielplätze können nicht abgeschlossen werden. Insofern ist auch da die Frage, wer sie nutzen möchte, wird sie nutzen. Auch da geht der Appell an Eltern, an Betreuer, es möglichst so zu organisieren, dass die Kinder nicht zu dicht beieinander sind, sondern möglichst es auch Abstand dazwischen gibt. Also all die Regeln, die ja bekannt sind als Vorsichtsmaßnahme, Hygiene und dergleichen mehr. Das muss sich also einspielen. Letzten Endes entscheiden wie immer auch die Eltern für ihre Kinder. Die sind verantwortlich, das macht nicht der Staat. Der Bürgerservice. Die Stadtverwaltung hat beginnend mit dem gestrigen Tag das Personal drastisch runtergefahren, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und das, was für alle wichtig ist, Ansteckungswege zu vermeiden, zu verlangsamen, all diese Dinge stehen da im Hintergrund. Die Verwaltung ist grundsätzlich arbeitsfähig, aber es sind natürlich viele Dinge, die jetzt entweder auf Eis gelegt werden oder deutlich länger dauern werden. Es gibt ein paar Sachen, die erledigt werden, beispielsweise, möglicherweise gibt es da dann noch Nachfragen, werden ja in diesen Tagen nach der Umstellung der Finanzsoftware die Grundbesitzabgabenbescheide verschickt. Das ist ein laufender Prozess, da muss aber auch niemand Angst haben, weil das ist ja auch nur die Verzögerung aus dem Dezember heraus. Wenn dort jemand in eine akute Schieflage gerät, besteht auch da die Möglichkeit eines Antrags auf Stundung, der dann hier schriftlich eingehen muss. Die Verfahren sind aber jetzt auch keine anderen als sonst. Politessen, weil auch das öfter mal eine Frage ist, arbeiten sozusagen nach Bedarf. Die werden also vor allem darauf achten, dass insgesamt Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten werden. Und die werden darauf achten, gerade da, wo wir dann die Hinweise auch erhalten, wenn Rettungswege zugeparkt werden, dann wird dort rigoros gehandelt. Weil das kann einfach nicht sein. Es ist auch kein Freibrief jetzt für Falschparker, für Rasenlatscher, für Rotläufer oder sonst irgendetwas. Auch da geht der Appell an die Gemeinschaft hier in unserer Stadt, sich normal und vernünftig zu benehmen und zu bewegen. Dann ist auch das meiste
dann läuft auch das meiste ganz normal weiter. Das haben wir. Wir schauen derzeit, dass wir die Hotline, die ist personell gestärkt, die Hotline, die es gibt bei der Feuerwehr. Wir prüfen Möglichkeiten, bis hin zu einer Extranummer eine mehrsprachige Hotline anzubieten, weil wir ja sehr viele Menschen in Cottbus haben, die der deutschen Sprache noch nicht ganz so gut oder insgesamt noch nicht mächtig sind, aber es auch da viele Fragen entstehen. Wir haben auch angefangen, alle möglichen Aushänge und Informationen zu übersetzen, klassischerweise in Englisch, in Russisch, in diverse arabische Sprachen, um dort auch umfassend zu informieren, auch über Hygiene-Tipps und dergleichen mehr, um auch dort zu versuchen, erstmal Informationen zu transportieren und natürlich dann mögliche Ansteckungswege und solche Sachen zumindest zu verlangsamen. Was haben wir noch? Weil auch die Frage schon aufkam, es ist natürlich schwierig in die Zukunft zu gucken. Wir gehen im Moment von Wochen, eher Monaten aus, die uns die ganze Geschichte beschäftigen wird. Das führt beispielsweise bei vielen zu der Frage Osterfeuer. Solche Sachen. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir keinerlei Genehmigung für Osterfeuer oder dergleichen mehr erteilen werden, weil es einfach das Risiko zu groß ist. Das kann in dem Sinne dann niemand verantworten wollen. Und als letztes, was ich jetzt erstmal hier habe, der Hauptausschuss morgen wird nach jetzigem Stand stattfinden. Wir wollen auch die Stadtverordneten entsprechend informieren. Der Hauptausschuss wird sich dann damit beschäftigen, inwieweit die geplante Stadtverordnetenversammlung am kommenden Mittwoch stattfinden kann und oder unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann. Das wird der Hauptausschuss dann morgen besprechen und danach werden wir entsprechend weiter informieren, was dort noch gemacht wird. Wir haben intern, das muss also auch mit den Stadtverordneten dann noch beschlossen werden, diverse Finanzmittel freigeschaufelt, die jetzt in Sachen Corona-Epidemie zur Verfügung stehen müssen, um das alles bewältigen zu können. Soweit erstmal das, was ich jetzt hier auf dem Zettel habe. Fragen? Gerne. Welche Verhaltensregeln greifen morgen für die Bürger? Was ist nicht mehr möglich? Oder was sollte unterlassen werden? Pauschal gesagt, alles, was in den Verfügungen und in Rechtsverordnungen steht, wir müssen davon ausgehen, dass ein Großteil des öffentlichen Lebens lahmgelegt ist, aus Vorsichtsgründen. Was geht, sind klassischerweise der klassische Einkauf. Es sind alle Gesundheitseinrichtungen offen, wobei man da lange streiten kann, ob die einzelne Physiotherapie nun zu den Gesundheitseinrichtungen zählt. Aber im Wesentlichen Arztpraxen und dergleichen mehr sind im Normalfall regulär geöffnet, Krankenhäuser sowieso. Das ist auch genau das Personal, ähnlich wie bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und dergleichen mehr, was als allererstes Anspruch auf Kita-Notbetreuung hat. Das sind die Kritisbetriebe, ähnlich wie Stromversorger, wie Fernentsorgung und dergleichen mehr. Wir gucken gerade, inwieweit es Auswirkungen haben könnte auf Abfallentsorgung und dergleichen mehr. Das hängt sicherlich dann mit dem zur Verfügung stehenden Personal zusammen. Im Moment haben wir noch keine, ich gucke noch mal schnell, hattet ihr noch irgendwas? Nee, noch keine Hinweise, dass da irgendwas eingeschränkt werden muss. Da würden wir entsprechend dann informieren, sollte es danach kommen, weil Personalmangel an irgendwelchen Stellen ist. Ansonsten, ja, wir werden gucken, das war auch gerade die Frage hier, welche Geschäfte tatsächlich schließen müssen. Im Moment nach den Entwürfen, die uns so vorliegen, die aber eben noch nicht rechtsverbindlich sind, ist der Einzelhandel offen, also der klassische Lebensmittelversorger, der klassische Futtermittelversorger, Handwerker können ihren Jobs nachgehen und dergleichen mehr. Vielleicht ist die Modeboutique morgen mal dicht. Oder der Schuhladen. Das will ich jetzt aber nicht weder dramatisieren noch sonst irgendwas, weil es ist eine schwierige Situation für alle und alle müssen letzten Endes auch in irgendeiner Form, angefangen beim Bund über die Länder, mit etwaigen wirtschaftlichen Folgen umgehen. Letzten Endes wir als Stadt ja auch, wenn man mal auf die kommunalen Unternehmen schaut. Da wird es dann sicherlich noch viel Redebedarf geben, aber zunächst gilt, wie ich immer sage, es ist jetzt die Stunde der Virologen und nicht der Ideologen. Wir brauchen jetzt Lösungen in der medizinischen Betreuung, im Schutz der Bürger insgesamt, die Versorgung der jetzt schon Kranken und dergleichen mehr und weniger Debatten über, mir fehlen da jetzt 3,50 Euro im Portemonnaie. Ich will es nicht kleinreden, aber das sollte danach dann besprochen werden. Wie erfahren denn die Pendlerläden davon, sind die selbst in der Verantwortung oder gerade wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht Läden hat, die nicht genau wissen, in welche Kategorie sie zählen? Also wir nennen es ein bisschen immer auch eine Hohlpflicht. Es möge jeder
beispielsweise www.cottbus.de sich angucken. Verschiedene andere als Medien werden sicherlich informiert, auch über, je nachdem, Bund uns, wird also die entsprechende Medieninformation geben. Und ansonsten gegebenenfalls auch auf Nachfrage muss man nochmal gucken, wie man das am besten organisiert kriegt und kanalisiert bekommt, dass die Infos rausgehen, weil wir möglicherweise nicht jeden einzelnen Laden aufzählen werden, sondern die Branche, und dann wird die Branche gegebenenfalls unter sich nochmal wieder erzählen, na, ich bin aber noch viel wichtiger als der Nachbar oder was auch immer. Das muss man also sich anschauen, was da dann geht. Wir versuchen es so breit wie möglich zu streuen, es ist aber auch jeder aufgerufen, im Netz mal zu gucken, wo er dazu was findet. Andererseits muss ich dann auch sagen, bitte nicht jedem Kommentar, der da auf diversen Social-Media-Portalen rumschwirrt, glauben, sondern da dann eher doch mal auf die klassischen staatlichen Informationsquellen gucken, beziehungsweise da, was man so schön und dann anläufig in seriösen Medien. Wird es in irgendeiner Weise kontrolliert, ob jetzt wirklich alle sich dran halten? Es wird sicherlich, ich nenne es mal Stichproben geben, aber es ist nicht komplett zu kontrollieren. Da müssen es Hundertschaften durch die Stadt ziehen und an jeder Türklinke rütteln, das wäre genauso kontraproduktiv wie manch anderes. Es geht da letztlich um Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme, weil wir stehen alle gewissermaßen in der Pflicht, die Ansteckungswege zu kappen, zu verlangsamen und möglichst wenig Kontakt letzten Endes zu haben. Dem dient das ja alles, und da sollte auch jeder sich selber ein bisschen der Nächste sein und da auch letzten Endes aber auch auf seine Mitmenschen achten. Soweit ist meiner Kenntnis nach derzeit nicht, aber wir haben, wenn man das, kann man durchaus so positiv sehen, es ist auch keiner von den Infizierten im Krankenhaus. Die sind alle in häuslicher Quarantäne und es geht ihnen ja den Umständen entsprechend gut. Wir wissen auch, dass das für alle eine psychische Belastung ist. Logisch, dass neben den klassischen Symptomen natürlich jeder sich fragt, wo geht das noch hin, was passiert mit mir? Aber das möge man als gute Nachricht nehmen, es musste noch keiner ins Krankenhaus gebracht werden mit Corona. Thema Schule noch, ich weiß nicht, ob Sie da Kontakt haben mit den Schulen, gerade auch Abiturprüfungen jetzt und so weiter. Das Land hat ja gesagt, ist gesichert, aber ich glaube, in der einen oder anderen Schule gibt es so ein paar Krisenrunden, ja, darauf. Als Stadt jetzt nicht direkt, das ist eine Abstimmung zwischen den einzelnen Schulen, dem staatlichen Schulamt bzw. mit dem Bildungsministerium, weil die sind dafür zuständig, da würden wir jetzt auch nicht reinhaken wollen. Das muss man sich angucken, was ist da denkbar, alles unter der Maßgabe Ansteckungswege verhindern. Ich habe auch gestern irgendwas was bei euch oder irgendwo gelesen oder gehört, dass da irgendwelche Abi-Feiern noch schnell stattfinden sollen, das halten wir also für kontraproduktiv. Ich würde ganz gerne auf den Mundbetreuung zu sprechen kommen. Gibt es da gesonderte Öffnungszeiten? Wie verhält sich das? Auch das muss man sich im Detail angucken. Das kann man wahrscheinlich nicht für jede Einrichtung komplett festlegen. Da braucht man auch flexible Modelle, dass möglicherweise, wenn jetzt meinetwegen Familien sind betroffen, dass man möglicherweise Betreuungszeiten so legt, dass beide Partner gewisserweise arbeiten können. Der eine, sagen wir mal, in der Frühschicht, der andere in der Spätschicht. Das Kind aber entweder dann komplett betreut wird oder der eine dann das Kind auch aus der Betreuung nehmen kann. Das sind also durchaus Detailentscheidungen. Deswegen würde ich da jetzt noch keine pauschalen Zeiten sagen wollen. Das bringt im Moment noch wenig. Ich würde nochmal nachhaken in Sachen, du hast gerade das Stichwort gegeben, es müssen finanzielle Mittel freigeschaufelt werden. Kann man da über eine Größenordnung sprechen und welche Bereiche sind das, die jetzt mehr Geld brauchen? Die Größenordnung würde ich jetzt noch nicht nennen wollen, weil die Eilentscheidung, die dazu der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und die Bürgermeisterin zu treffen haben, noch nicht unterschrieben ist. Deswegen wäre es jetzt nicht seriös, die Zahl schon zu nennen. Es geht um personelle Stärkung einzelner Bereiche, wo wir teilweise auch innerhalb des Hauses umschichten. Es geht um verschiedene Bestellungen, Material und dergleichen mehr. Das spielt da alles mit rein. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht ihr davon aus, dass sozusagen morgen die Gaststätten mit 18 Uhr schließen sollen? Wenn die entsprechende Rechtsverordnung heute erlassen wird und wir daraus ersehen können, reicht diese Rechtsverordnung oder müssen wir, das ist ein formaler Akt, also wie gesagt, da steht dann auch nicht so viel anderes drin, oder müssen wir noch eine Allgemeinverfügung als Stadt erlassen, die wird dann auf cottbus.de veröffentlicht und ausgehangen. Das soll ab morgen alles gelten, ja. Woran können, wo, an welche Stellen können Sie sich wenden, um da irgendwie zu kommen?
Das ist schwierig zu sagen, an welche Stelle jetzt ganz genau. Der Bund hat ja unter anderem initiiert das Kurzarbeitergeld und dergleichen mehr. Andere Ansätze haben wir als Stadt natürlich auch nicht. Letzten Endes muss das, glaube ich, über die Interessenvertretung, die Kammern und dergleichen mehr weiter kanalisiert werden. Arbeitsamt ist da sicherlich immer ein Ansprechpartner, aber auch das ist kontraproduktiv, wenn jetzt alle dort ins Arbeitsamt rennen. Das bringt im Moment nicht viel. Sicherlich muss das dokumentiert werden. Es gibt, soweit ich gehört habe, ein entsprechendes Zusammentreffen oder eine Abstimmung zwischen dem Wirtschaftsministerium und den Verbänden und Kammern, die genau das, glaube ich, Ende des Monats da mal zusammenführen werden und schauen werden, wie man damit umgeht. Aber es ist eine schwierige Situation für alle, das ist unbestritten. Gibt es noch keine Entscheidung? Nein, noch nicht. Aber im Moment kann man weder was ausschließen, noch in irgendeiner Form irgendwas garantieren oder sonst irgendwas. Es wird dann zu gegebener Zeit darüber geredet werden müssen. Wie gesagt, wir wissen, dass wir alle da in einer sehr schwierigen Situation sind, wo es jetzt schwer ist, irgendwelche Gewissheiten. Ich kann weder sagen, findet statt, weil erst im Juni. Ich kann aber auch nicht sagen, findet nicht statt. Weil bis Juni, wer weiß, wir wissen nicht, wie es sich entwickelt. Wenn es uns jetzt gelingt, alles ein bisschen einzudämmen und die, wie gesagt, die Anstrengungswege zu kappen oder zumindest zu verlangsamen, trifft es uns hoffentlich vielleicht nicht so ganz so drastisch wie andere Kommunen. Aber auch dann könnte man im Moment nicht sagen, ist dann alles easy, alles wird gut. Wissen wir nicht. Das ist soweit vorbereitet und wird teilweise auch noch hochgefahren. Ist ja angekündigt von Bund und Land, dass zusätzliche Beatmungsplätze geschaffen werden, Beatmungsgeräte hergestellt werden und dergleichen mehr. Ich habe das jetzt, glaube ich, noch im Ohr aus der sonntäglichen Anne-Will-Sendung, dass da ja ein Hersteller in Deutschland ist, wo das etwas einfacher ist. Also man muss da offensichtlich nicht auf Detailkomponenten aus China warten und dergleichen mehr. Und das wird alles soweit hochgefahren, wie es möglich ist. Da ist aber auch sicherlich noch nicht alles fertig und das muss ich natürlich dann immer anhand der Krankheitsverläufe zeigen. Also es sind verschiedene Dinge in Vorbereitung, die dann in Kraft treten, wenn sie denn notwendig sind. Muss man etwas vage zu formulieren. Ja.